Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Leitungen und Kabel sind unser Thema und wir sprechen über den Motoranschluss. Das letzte Mal haben wir gesprochen über den Anlaufstrom. Ja, und der spielt auch heute eine Rolle. Heute sprechen wir nämlich auf die Rückwirkung auf das Netz. Ja. Also wir müssen uns ja vorstellen, so ein Netz hat ja auch einen Innenwiderstand. Wir können uns ja vorstellen, ein Netz ist eine Spannungsquelle. Ja. Also wir machen eine Ersatzspannungsquelle von unserem Netz. Da ist ein Tauberg, die Spannungsquelle, die hat einen Innenwiderstand, ja, RI, der ist jetzt irgendwo im Netz verteilt zwar, ja, und da hinten schließen wir unseren Motor an. So können wir uns das vorstellen, das ist der Innenwiderstand des Netzes, da hinten ist die Quellspannung 0, natürlich kann das dreiphasig, einphasig oder was auch immer sein. Ja. Und da rinnt der Motorstrom, der IM, ja, der rinnt da raus, da ist der IM. Fliegt es gleich durch die Gegend. Ja. So, und wenn ich jetzt da Strom ziehe, wie der Blöde, weil ich irgendwas einschalte, ja, irgendeinen Anlaufstrom, irgendwann einen Einschaltstromstoß oder sowas erzeuge, dann habe ich da ja praktisch meine Netzspannung UN, ja, und da habe ich einen Spannungsabfall da, einen UI, Spannungsabfall, im Netz drin schon. Ja. Das heißt, je größer der IM ist, desto größer ist der Spannungsabfall da, und wenn der Spannungsabfall groß ist, na, dann wird meine Netzspannung beeinflusst. Mein Strom, mein Anlaufstrom oder mein Stromverbrauch praktisch beeinflusst die Netzspannung. Ja. Also ich habe praktisch über den Stromverbrauch eine Rückwirkung auf die Netzspannung. Je mehr Strom ich verbrauche, ja, je mehr Strom ich da rausziehe, desto kleiner wird die Netzspannung. Ja. Netzspannung sinkt bei höherem Strom. Und wenn jetzt an den Anlaufstrom oder Einschaltstromschluss und so weiter denke, ja, dann ist es nur kurz, dann macht er, ja, dann laufe ich hoch, dann geht der Strom retour, ja. Das Zeug heißt Flicker. Flicker. Ja. Das erkennt man, in Filmen sieht man es oft, in so Horrorfilmen, ja, wenn die Beleuchtung aus irgendeinem Grund ist, schaut kein Mensch was ein, aber es macht, wird in echt hoffentlich nicht passieren, aber im Film kommt es halt gut, weil da weiß man schon, der Böse ist in der Nähe, ja, und schaut irgendwo einen großen Motor ein. Egal. Flicker. Ja, so heißt es, wird eben durch Stromspitzen verursacht. Okay? Und jetzt kommt es drauf an. Wie häufig passiert das? Ja, wie häufig passiert so ein Flicker? Was ist dann zulässig? Da gibt's technische Anschlussbedingungen. Wir hängen an der öffentlichen Stromversorgung und da gibt es eben technische Anschlussbedingungen. Da steht ja alles Mögliche drin. Ja. In Deutschland heißt das TAP, technische Anschlussbedingungen. In Österreich heißt das TAEV, technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt. Irgendein Unterschied muss es sein. Ne? Egal, es sind technische Anschlussbedingungen, egal wie lang oder kurz der Name jetzt ist. Und die gelten halt, also ich mache jetzt da für Österreich, also für TAEV. Ja. Schreibt das auf. Nach TAEV. Also technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetzen mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt. Ja, ich schreibe nur dazu, ich schreibe jetzt nicht aus, weil das ist ja Wahnsinn.
Österreich. Situation in Österreich. Was darf ich anhängen für einen Motor? Was darf ich für einen Motor anhängen oder welche Anlaufströme sind zulässig? Nun, schreiben wir auf, zulässige Anlaufströme. R ist die Schalthäufigkeit. Pro Stunde. Ja. Also wenn wir das kleiner wie einmal pro Stunde machen, ja, das ist einphasig, dann darf ich einphasig 24 Ampere ziehen. Ja. Dreiphasig darf ich 41 Ampere ziehen. Ja. Wenn das kleiner wie einmal in der Stunde passiert. Wenn das irgendwo zwischen 1 und 25 Mal in der Stunde passiert, also einmal in der halben Stunde, einmal eine Viertelstunde, halbe Stunde, sowas, dann darf ich da 20 Ampere ziehen, ja? Und sonst darf ich 33 Ampere ziehen. Ja? Wenn das 50 Mal in der Stunde passiert, also alle Unterrichtseinheiten, ja? 26 Ampere. Und wenn das 100 Mal in der Stunde passiert, also häufiger wie pro Minute, ja, 12 Ampere, 21 Ampere. Überschreite ich diese Werte nicht, darf ich den Motor oder das Gerät einfach anhängen und das war's. Ja. Brauche ich nicht nachfragen. Überschreite ich diese Werte, muss ich den Energieversorger davon in Kenntnis setzen und der sagt nachher, was Sache ist. Der sagt nachher, okay oder nein. Ja. Wovon das abhängig ist, sage ich auch, ich schreibe jetzt nachher die zulässigen Leitungen auf, zulässigen Leistungen. Also ebenfalls, es geht hier ohne Rücksprache. Mit dem Energieversorgungsunternehmen gilt. Da brauche ich gar nicht fragen, wenn ich das anhänge. Ja. Zulässige Leitungen, Leistungen. Wenn ich wieder das eher kleiner wie einmal mache, darf ich da einphasig 1,1 Kilowatt einschalten und sonst 3,0 Kilowatt. Ja. Wenn ich das 1 bis 25 Mal mache, darf ich nur 75 Kilowatt einschalten oder 2,2 Kilowatt ins Drehstrommotor und wenn ich das 26 bis 100 Mal mache, also da in diesen Fällen, ja, darf ich ein halbes Kilowatt, ein bisschen mehr wie ein halbes Kilowatt oder 1,5 Kilowatt verwenden. Hm? Ohne Nachfragen. Und was ist, wenn ich jetzt nachfragen muss? Was ist überhaupt der Strom, der zulässige Strom, der Anlaufstrom? Immer das, wenn ich direkt einschalte, haben wir eh gesagt, das Sechsfache. Wenn ich Sterndreieck nehme, das Zweifache des Nennstroms. Sterndreieck darf ich aber nur nehmen, wenn die Maschine unbelastet anlaufen kann. Ja? Hobelmaschine, Sägemaschine unbelastet anlaufen. Und ich dann erst bei voller Drehzahl umschalte. Dann darf ich eben diesen zweifachen Nennstrom verwenden. Ist das nicht gegeben, muss ich belastet anfahren. Dann gilt das so wie direktes Einschalten, ja, also sechsfach. So, und was passiert jetzt, wenn ich diese Werte überschreite? Ja, dann muss ich den Energieversorgungsunternehmen davon in Kenntnis setzen. Ja, und das sagt nachher, geht oder geht nicht. Ja, es kommt dann nämlich darauf an, wo das passiert. Ist man direkt neben einer Trafostation mit nicht allzu langen Leitungen, sind das günstige Netzbedingungen. Ich kann richtig große Motore auch direkt einschalten. Ja. Bin ich weit weg von irgendeiner sonstigen Einrichtung und die Netzbedingungen sind sehr ungünstig, dann wird es heißen, okay, ja. Kann es schlecht ausgehen, na, das geht aber gar nicht. Das geht nicht, das können wir nicht tolerieren. Ja. Da wird, also, ja, es kommt auf die Leitungslänge, auf den Innenwiderstand des Netzes und so weiter an. Ja. Wenn man eigene Trafostation hat für seine Motore, ja, dann ist meistens überhaupt kein Thema. Ja. Da kann ich riesige Motore einfach
einschalten, ne? Normalerweise. Ja? Es kommt halt darauf an. Ja? Es kommt halt einfach darauf an, wo man dann ist. Wie gesagt, diese Werte da, die kann ich einfach anschließen. Ja? Komme ich drüber, muss ich nachfragen, kann ich Pech haben, kann ich Glück haben. Aber das wird natürlich technisch begründet. Es braucht nicht Pech und Glück, sondern es gibt handfeste technische Gründe dazu natürlich. Ja, also das zum Flicker, Rückwirkung auf das Netz. Ja, daher kommt das. Müssen wir auch beachten, wenn wir nicht Motore anschließen, sondern irgendwas anderes, was für Strom braucht. Ja. Aber wir sprechen über Motorenanschluss und deswegen reden wir auch über Motorschutz. Ja. Was Motorschutz ist und was man darunter versteht und was man da machen muss oder nicht machen darf oder so weiter, das werden wir im nächsten Video hören. Nächstes Video also Motorschutz. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.